So, hallo und herzlich willkommen zum letzten Part von Splatoon im Heldenmodus. Beim letzten Mal haben wir die restlichen Elektrowälze, die uns noch gefehlt haben, befreit. Und das heißt, wir können jetzt zu unserem eigentlichen Ziel fortschreiten. Und zwar können wir jetzt endlich den riesen Elektrowels zurückholen. Und natürlich auch Captain Cuttlefish befreien. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Aber ja, Leute, wir haben das letzte Boss-Kessel-Portal freigeschaltet. Und da werden wir jetzt hingehen. In den Fängen der Octo-Tyrannei. So heißt diese letzte Boss-Stage. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, Leute. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Den Final Boss vom ersten Splatoon-Teil kenne ich ja auch gar nicht. Beziehungsweise ich weiß nicht. Vielleicht habe ich das mal irgendwann vor Jahren bei irgendeinem Let's Player gesehen. Weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Und da ist auch Captain Cuttlefish. Nummer 3, das ist eine Falle. Komm bloß nicht näher. Nö, das fällt dir aber früh ein. Wir können ja schlecht wieder gehen. Wir lassen dich doch nicht einfach im Stich. Ja, aber echt, jetzt habe ich hier die ganze Reise auf mich genommen. Nur für dich, Captain Cuttlefish. Eigentlich wegen diesem wunderschönen Riesen-Elektrowelt. Aber nur für dich, Captain Cuttlefish, dass du denkst, ich mache das für dich, keine Ahnung. Vielleicht fühlt er sich ja. Jetzt soll ich wieder gehen? Nee, kannst du vergessen. Das kannst du mal schön jemand anderem sagen. Ohne Witz. Und ich glaube, da spawnt auch schon der Final Boss, Leute. Na, wer ist es? Ich glaube, dich kennen wir auch schon. Ja? Auch aus Teil 2. Und zwar, ja, vielleicht wird das gleich sein Name revealed. Das ist DJ Octario. Ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Also nichts, oder was? Denn, ja, ich würde mal sagen, dir steht überhaupt nichts zu. Weder der Riesen-Elektrowels, noch, ja, noch Captain Cuttlefish. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, funktioniert es etwa vom Prinzip her genau gleich wie bei Splatoon 2 oder was? Also ich meine, ja, hier können wir jetzt noch nach vorne schreiten, hier in der Boss-Stage. Aber prinzipiell hat man in Splatoon 2 auch hier einfach die Fäuste zurückböllern müssen, ne? Ich meine, man hat hier eine andere Boss-Stage, ja. Aber so vom Prinzip her, also der Anfang ist auf jeden Fall, der ist wie in Splatoon 2. Der ist wie in Splatoon 2. Einfach hier Fäuste zurückballern und hier halt bisschen gucken, dass man nicht getroffen wird, ne? Aber ich denke mal, das Ende vom Kampf, das wird dann nochmal anders sein auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Boss-Stage ist ja auch anders. Denkst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Ja. Das ist nämlich genau das, was ich mache. Ich nehme das Ganze hier auf, um das dann auf YouTube zu stellen und dich öffentlich zu demütigen, du Opfer. Ja? Das ist, ich weiß nicht, vielleicht betreibe ich Cybermobbing gegenüber DJ Octario. Aber er hat es halt auch einfach nicht anders verdient. So, diese Pupille hier, die ist auf jeden Fall anders, ne? Als zum zweiten Teil, die gab es dort nicht. Aber das mit den Fäusten war auf jeden Fall gleich. Wobei man sagen muss, also ja, es ist halt im Prinzip auch wieder einfach nur das Ganze abschießen. Ja. So, was macht er jetzt? Impertinenter Inkling. Wie hast du mich gerade genannt? Und vor allem, wie komme ich darüber? Ah, okay, hier ist ein Sprungfeld. Gib's ihm. Ja, mach ich doch. Und da hat er auch schon wieder die Farbe aus seinem Gesicht geschmiert. Es ging aber schnell hier. Ja, Mensch.
Muss ich wieder die Fäuste zurückböllern? Oder was muss ich hier jetzt machen? Wow, was hat er hier jetzt für einen Strahl? Was hat der hier jetzt für einen Strahl? Es scheint auch was ganz Neues zu sein. Aber ja, hier lässt er wieder die Fäuste auf uns fliegen. Und auch die muss ich erstmal wieder zurückböllern. Ja. Ich weiß nicht, müssen wir das jetzt einfach nur dreimal machen? Und wir haben halt hier... Ja, und wir müssen uns halt hier auf der Boss-Stage immer ein bisschen fortbewegen, immer ein bisschen weiter bewegen. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber bisher, wie gesagt, bisher wird es noch nicht so viel anderes Zeug als im zweiten Teil. Würde ich jetzt mal sagen. Also ja, das mit der Pupille ist natürlich anders. Aber das ist auch einfach wieder, ja, da fliegt was an. Und das muss ich halt abbildern. Kann ich die Faust auch hier noch treffen? Im Boden? Ich weiß es nicht. Ah! Also ich muss die Faust auf jeden Fall rechtzeitig treffen. Shit. Und jetzt wird es auf jeden Fall auch schon gefährlicher. Und das kann man nicht abstreiten. Scheiße, und da bin ich auch schon gestorben. Na, dann würde ich einfach behaupten, dass es wahrscheinlich auch klüger ist, einfach tatsächlich erstmal hier hinten zu bleiben. Er ist zwar dort vorne, ne? Und somit ein bisschen weiter weg von mir. Aber ich glaube, das ist klüger, als ganz nah an ihm zu sein. Ne? Gerade wenn er die Fäuste macht. Wenn ich weiter von ihm weg bin. Scheiße, noch ein Tod. Was ich sagen wollte ist, dass wenn ich halt weiter weg von ihm bin, dass ich dann aber auch mehr Zeit zu reagieren habe. Gerade bei den Fäusten auch, ne? Habe ich dann mehr Zeit zum Reagieren. Und deshalb ist das meiner Meinung nach nur klug, das so zu handhaben. So, jetzt fliegt er weiter nach vorne. Das heißt, ich verdufte mich hier. Jetzt gehe ich nämlich hier nach hinten. Ne? Ist dann vielleicht doch wieder klüger. Ja, oder? Ne, er ist wieder zurückgegangen. Er hat sich wieder hier zurückgezogen. Ja, Mensch, ey. Ja, Mensch. Ja, okay. Okay, dann würde ich aber sagen... Boah, jetzt hier... Boah, hier kann ich gar nicht lang. Hier kann ich gar nicht lang. Scheiße. Scheiße. Hier, gib mir mal die Rüstung. Gib mir mal die Rüstung. Ich wollte sagen, sonst verziehe ich mich noch weiter nach hinten. Ja? Hinter ihn quasi. Aber gut, das ist dann jetzt hier auch nicht die Möglichkeit. So, hier Faust. Faust. Ah, komm. Warum hat es nicht gereicht? Warum hat es nicht gereicht? Ich kann die wirklich nur in der Luft zurückböllern, ne? Das ist schon fies. Das ist schon fies, auf jeden Fall. Aber ich bleibe weiterhin hier, würde ich sagen. So, euch wieder abböllern. Oh, hier macht er den Strahl. Schnell weg. Schnell weg. Ja, macht den Strahl. Euch besiegen. Dann hier Faust zurückböllern. Komm schon. Und die Faust direkt hinterher. Jawohl, komm. Ich will wenigstens bis zum nächsten Checkpoint ohne Tod. Wenigstens bis zum nächsten Checkpoint ohne Tod. Der Rest ist mir egal. Der Rest ist mir egal. Aber dann kriege ich wenigstens ein Leben zurück. Oder ich weiß gar nicht. Vielleicht werden sie sogar voll geheilt. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich will wenigstens bis zum nächsten Checkpoint kommen auf jeden Fall. So, jetzt macht er hier den... Extremstrahl, ne? Und dann wieder Fäuste, ne? Dann wieder Fäuste. Komm schon. Mach nochmal die Fäuste. Ja, er macht wieder den Strahl. Du sollst nicht den Strahl machen, du sollst die Fäuste machen. So, komm schon. Da kommt die Faust angeflogen. Und wieder zurück. Und hier die zweite Faust. Jawohl. Zack. Wann ist er denn endlich in seiner nächsten Phase? Also die Phasen werden auch länger auf jeden Fall. So, hier kann ich jetzt nach oben. Oh ja, oben ist auch nicht schlecht. Oben ist auch nicht schlecht auf jeden Fall. Würde ich sagen. Ist auch ganz gut. Ne? Ich weiß gar nicht, kann er mich hier oben mit dem Strahl treffen? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich schon. Komm schon, jetzt gib mir doch mal einen Checkpoint.
Wird er jetzt gerade wieder verrückt, oder was? Nee, die Phase dauert immer noch an. Und okay. Sein Strahl, der geht auch ganz nach oben. Okay. Wissen wir da auf jeden Fall auch Bescheid. Nimm dies. Nee, du nimmst dies. Oh, ich glaube, ich gehe mal lieber hier runter. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Ah, jetzt macht er den Strahl über uns. Das kann mir scheißegal sein. Ah, jetzt macht er wieder das Auge. Okay, ich glaube, das Auge ist immer das Zeichen, dass die Phase zu Ende geht. Komm schon, mach wieder dein Auge. Los. Wieder dein Auge. Ich glaube, ich bleibe aber ein bisschen einfach hier unten, ne? Einfach hier unten bleiben. Hier kann mir nämlich gar nicht so viel passieren eigentlich. Vor allem halt nicht mit dem Riesenstrahl. Machst du jetzt dein Auge oder nicht? Er macht sein Auge gar nicht mehr. Hä? Er macht sein Auge einfach gar nicht mehr. Warum denn nicht? Muss ich hier weiter nach oben, um in deinem Ziel zu sein, oder was? Um in deinem Visier zu sein. Kann natürlich auch sein. So, komm. Mach das Auge. Mach doch das Auge. Was ist mit dir? Jetzt rastet er wieder komplett aus. Jetzt schießt er wieder sein Auge. Alter DJ Octario, was ist los mit dir? Boah, da ist der Strahl ein bisschen im Weg gewesen gerade. Zumindest fast. So, komm. Und noch einmal Auge. Jawohl. Komm schon, nächste Phase. Ne, noch einmal Auge. Noch einmal Auge. Und der Strahl ist im Weg. Jawohl. Black. Und jetzt kommen wir endlich weiter, ey. Meine Güte. Das kann ja nicht so schwer sein. Los, meine Schergen. Ich bin nicht dein Scherge. So, spawnt hier jetzt das Sprungfeld oder wo? Komm, ich brauche wieder... Ja, ich brauche wieder ein Sprungfeld. Und das heißt wieder Checkpoint, ne? Jawohl. Und ich krieg ein Leben dazu. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob man volle Heilung bekommt oder volle Leben. Oder einfach nur wieder eins dazu. Aber eins dazu reicht mir auch erstmal. Immerhin, ne? Immerhin muss ich dann nicht so krass Angst vor einem Game Over haben. Wobei das durchaus eintreffen könnte, ne? Trotzdem, ne? Trotz allem. Ich meine, es ist immerhin, es ist der Final Boss. Das muss man sich vor Augen halten. Auf jeden Fall. Was hat er hier? Jetzt hat er hier so Bomben. Okay, die sind neu. Die kommen noch dazu. Okay, ja, ja. Deinen gigantischen Strahl, den machst du weiterhin. Okay, die Bomben sind anscheinend das neue Feature dieser Phase. Alles klar. Dann komm her. Mach die Fäuste. Jawohl. Zack. Und wahrscheinlich macht er die nächste wieder hinterher. Jawohl. Er greift eigentlich immer mit beiden Fäusten hintereinander an. Das ist ganz praktisch, auf jeden Fall. So, hier könnte ich eigentlich mal auch wieder ein bisschen weiter nach vorne. Was ist hier eigentlich? Auch wieder Schriftrolle. Oh, nee. Tinsuka haben wir hier. Das ist gut. Tinsuka nehme ich gerne. Oh, und er lässt jetzt sogar noch Gegner auf dem Kampffeld spawnen. Dafür wahrscheinlich die Tinsuka, ne? Würde ich mal schätzen. Aber ich versuche sie mir aufzusparen. Wenn es wirklich eng wird. Da versuche ich mir die Tinsuka lieber aufzusparen. So, hier wieder Fäuste. Jawohl. Eins, zwei. Komm, jetzt lass mich mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Er verzieht sich ja auch wieder weiter nach hinten. Dann können wir das hier sprengen. Jawohl. Und hier noch die Fläche einfärben. Jawohl. Jetzt feuert er wieder... Boah, jetzt feuert er seinen Strahl, Gegner und Raketen. Heftig. Heftig, auf jeden Fall. Huiuiui, da muss man sich schon konzentrieren. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Da alles, also vor allem alles im Auge zu behalten, ne? Ist schwer. So,
So, da kann man sich halt dann mega leicht treffen lassen. So, ich finde die Moves ausführen, das geht dann, ne? Wenn man alles im Auge hat, dann geht's, ne? Dann kann man die Moves auch ausführen, wie man das muss. Aber ja, man muss halt alles im Auge haben, ne? So, die Bomben, die lässt er hier auch wieder spawnen. Ja. Das hat gut geklappt. Oh. Ja, komm. Böller mal die Gegner ab. Vielleicht. Mit deinem Strahl. Ah, schade. Das wäre vielleicht auch noch ganz geil. Dann hier wieder die Raketen. Ja. Die Kugel-Willi-Faker. Und komm schon, mach wieder die Fäuste. Nee, er macht nochmal die Bomben. Also der Kampf, der ist auch einfach langwierig, ne? Der ist auch einfach langwierig. Oder langatmig, besser gesagt. Ich glaube, das ist der passendere Begriff. Ich gehe mal nach vorne, vielleicht macht er sonst die Fäuste nicht. Weiß ich nicht. Hier gibt es auf jeden Fall noch leckere Rüstung, das ist auch ganz gut. Oh, ich glaube, kann ich dich nur einmal explodieren lassen? Ich fühle dich in meinen... Ach, ich fülle dich in meinen Kugelschreiber. Warum das denn? Oh, ich sehe aber wieder das Auge. Ich sehe wieder das Auge. Ja, man muss wahrscheinlich tatsächlich einfach... ja, einfach weiter nach vorne gehen, ne? Dass der Kampf dann weitergeht. Muss man wahrscheinlich tatsächlich... So, und das Auge, das habe ich jetzt gelernt. Ist mir nämlich bei der letzten Phase aufgefallen. Das Auge, das kommt quasi immer zurückgeböllert. Das heißt, ich muss das... Scheiße. Ich muss das nebenher im Griff haben. Gut. Und jetzt muss ich die Phase aber wieder von vorne machen. Das schneide ich euch. So, Leute. Er macht wieder das Auge. Das heißt... Ja... Ich moderiere einfach mal wieder an, ne? Hat jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr so lange gedauert, ne? Wieder hier hinzukommen. Ich glaube, ich muss mir halt einfach angewöhnen, auch schneller über die Kampfstage drüber zu laufen, ne? Ich habe einfach das Gefühl, dass wenn ich halt hinten bleibe, und so wird es auch sein, wenn ich hinten bleibe, dann geht der Kampf quasi nicht richtig weiter so. Dann macht er vielleicht noch ein paar Attacken, aber so richtig weiter geht es dann nicht. Für wen hältst du dich? Ja, das wüsstest du wohl gern, was? ja, aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Also, wir hatten jetzt ja eigentlich drei Phasen, ne? Was ja eigentlich die klassische Phasenmenge ist. Für Bosskämpfe eigentlich. Aber, weiß ich nicht, ne? Hier gibt es jetzt anscheinend mehr Phasen. Aber ich weiß nicht, ob sich noch irgendwie irgendwann noch was am Kampfsystem ändern wird. Ne? Es kommen wahrscheinlich einfach immer mehr Sachen dazu, die ich halt einfach beachten muss während dem Kampf. Ah ja, jetzt hier zum Beispiel unsichtbarer Boden oder was? Interessant. Haben wir hier wieder Rüstung oder was? Ja, hier haben wir wieder Rüstung. Aber ich bin ja noch ausgerüstet. Naja, hier kommen einfach mehr Gegnerarten dazu und sowas. Aber das Prinzip bleibt gleich. Das Prinzip bleibt gleich. So. Und auch hier gehe ich jetzt einfach wieder hoch. Ja, okay, so weit darf ich dann doch noch nicht. Dann bleibe ich doch nochmal hier unten, bis er sich quasi wieder weiter nach hinten verzieht. Was ist mit dir? Komm, dich kann man doch auch mal töten. So ganz chillig. Jawohl. Wow. Der hat mich fast der Strahl getroffen, ne? Der hat mich fast der Strahl getroffen. Wäre nicht so gut gewesen. So, ich nehme jetzt hier einfach mal die Rüstung. Jawohl. Hier wird die Raketen zerböllern. Ich weiß jetzt gar nicht, kann ich jetzt weiter nach hinten? Ja, ich böller nochmal seine Fäuste zu ihm zurück. Vielleicht verzieht er sich dann mal wieder ein bisschen. Das wäre eigentlich mal wieder ganz gut. Jawohl, jetzt verzieht er sich wieder. Und das heißt, das ist eigentlich mein Signal. Okay,
du darfst hier weiter auf der Boss-Stage, ne? Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall, so kann man das sehen. Und wieder eine Tinsuka. Ja, ich bin doch noch ausgerüstet, Mensch. Ich bin doch noch ausgerüstet. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich die Tinsuka bisher zumindest sinnvoll einsetzen soll. Wenn mal mehr normale Gegner kommen würden, dann würde das meiner Meinung nach mehr Sinn ergeben. Auch, ne? Aber so weiß ich nicht. Vielleicht könnte man sie noch sinnvoll einsetzen, aber ich komme eigentlich bisher ganz gut ohne Tinsuka klar. So, verzieht er sich jetzt wieder? Oh, was ist hier? Ah, hier muss ich jetzt so... Okay, ich muss nicht schräg springen, sondern einfach hier ein bisschen um die Ecke denken. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Wow. Wow. Aber ich bin wieder ein bisschen... Oder? Ich weiß nicht. Ich bin wieder ein bisschen näher an ihm dran auf jeden Fall. Ergibt das Sinn? Ich glaube, ich mache wieder einen Rückzieher, Leute. Ich glaube, ich mache erneut einen Rückzieher. Weil wenn er zu nah an mir dran ist, dann ist auch scheiße, ne? Gerade mit den Fäusten ist das dann mies. Shit. Ey, die Faust kam ja jetzt richtig schnell geflogen. Alter. Da konnte ich gar nicht richtig reagieren. Da konnte ich jetzt gar nicht richtig reagieren auf die Faust. Ja, das hat er wahrscheinlich gemacht, als ich zurückgelaufen bin, ne? Der Schlingel hier. Der Schlingel. So, euch töten. Jawohl. Und okay, jetzt macht er wieder die Fäuste. Jetzt sehe ich deine Fäuste auch. Und zack, zurück. Und das auch zurück. Und er zieht sich auch wieder ein bisschen zurück. Jawohl. Heißt, wenn ich hier weitergehe, habe ich trotzdem noch genug Abstand zu ihm. Ja, ist eine Sache, auf die man achten muss, ne? Jetzt mal abgesehen von der Pandemie. Auch hier bei DJ Octario muss man einen gewissen Abstand einhalten. Und dass man hier im Bosskampf klarkommt. Ne? Meine Meinung. Also, das ist halt meine Taktik, ne? Vielleicht gibt's bessere Taktiken. Kann natürlich immer sein. In Splatoon bin ich ja jetzt auch nur ein Casual-Player. Da würde ich mich jetzt eh nicht als besonders gut oder so abstempeln. Ne, deshalb, ja, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. So. Und meiner Meinung nach kannst du nochmal die Fäuste machen. Aus dir mache ich ein Stempelkissen. Ah, ne, er macht schon wieder das Auge. Oder was? Ja, ja. Er macht wieder das Auge. Das Auge ist wieder zu sehen. Komm her. Das müssen wir dann wieder schön gemütlich zurückböllern. Ich weiche hier aus. Ja, hier können ein paar Raketen einschlagen. Das macht gar nichts. Solange wir das mit dem Auge hinkriegen und nicht zu viel Schaden nehmen, ist alles gut. So, hier nochmal Auge. Jawohl. Macht er wieder einen Strahl oder so? Okay, ja. Er lässt einfach ein paar Raketen hier einschlagen. Aber die machen mir wenig aus. Shit. Habe ich es jetzt wieder verbockt mit dem Auge? Ist das Auge gerade wieder neben mir eingeschlagen? Ich wollte hier nochmal ein bisschen den Boden einfärben. Och nö, oder? Och nö. Ist es sein Ernst? Ja gut, Leute, dann schneide ich euch, bis das Auge wieder auftaucht. Okay, da ist das Auge wieder. Das ist tatsächlich jetzt sofort wieder aufgetaucht. Also ich habe vielleicht ein paar Sekunden habe ich vielleicht rausgeschnitten. Aber ja, okay. Wusste ich nicht, ne? Wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich muss hier wieder derbe kämpfen. Ach, shit. Und das Auge ist wieder eingeschlagen. Das darf halt nicht passieren. Wirst du es jetzt aber auch noch wieder ein drittes Mal direkt machen? Bist du sozial? Ja, ich glaube, wenn er so ausrastet, ja, dann heißt es wieder, das Auge kommt. Aber ich habe ja halt gar nicht so viel Platz zum Kämpfen irgendwie. Das ist halt auch die Schwierigkeit, ne? Das ist halt auch die Schwierigkeit hier. Aber gut, jetzt achte ich, glaube ich, nur noch aufs Auge. Ich hoffe einfach mal drauf, dass sich die anderen Sachen dann von alleine erledigen irgendwie.
Ich muss nur vielleicht ein bisschen auf den Strahl achten, aber sonst sollte das klar gehen. Jawohl, hier zurück. Und Uampf! Jawohl, haben wir ihn nochmal gehittet. Und es geht immer noch weiter. Also ohne Witz, also ja. Da finde ich, der Bosskampf ist aber echt ein bisschen zu lange. Was ist das für ein Lied? Das ist das epischste Splatoon-Lied, was es gibt. Alter, Nummer 1 ist wieder auf dem Kopf. Kannst du unser Lied hören, Nummer 3? Ja, kann ich. Aber du könntest auch richtig rumsprechen, du Spacken. Du hältst es falsch rum. Nummer 2, das habe ich ihm schon gesagt. Das ist doch... Das ist genau meine Musik. Die Sea Sirens. Ja, Mann. Jag doch deinen Enkelinnen nicht so einen Schreck ein. Nummer 3, bitte rette unseren Opa. Ein letztes Mal. Attacke! Okay, ist jetzt die letzte Phase wenigstens ein bisschen besser. Also ich muss sagen, da finde ich aber den Splatoon 2 Bosskampf um Längen besser. Ne? Der ist nicht so langatmig. Oder ich weiß gar nicht, ich habe den auch nicht mehr so im Kopf. Aber ich glaube, der war schon ein bisschen besser auf jeden Fall. Okay. Auch hier bin ich jetzt wieder zu schnell hier nach vorne gegangen. Okay, ich mache wieder einen Rückzieher. Auch die letzte Phase scheint wieder gleich abzulaufen. Ich meine, ja, wir haben jetzt hier geile Mucke. Aber es ist halt trotzdem wieder der gleiche Bums wie in den vorherigen Phasen. So weiß ich nicht. Also, vielleicht rede ich das auch ein bisschen zu schlecht. Weiß ich nicht. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Aber wenn das der Final Boss ist, dann finde ich den jetzt nicht so special. Ja? Wenn ich hier immer in jeder Phase das gleiche machen muss. Und so scheint es ja auf jeden Fall. Weil es stand ja auch dran, letzter Checkpoint. Ja? Okay, er ist wieder weiter hinten. Heißt, ich gehe hier wieder weiter nach vorne. Soll ich dann hier auf der Zwischenplattform bleiben? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ergibt dann Sinn. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder auf die Plattform nach vorne gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich wieder zu nah an ihm dran. Ja? Dann hätte ich wahrscheinlich wieder... Da müsste ich wahrscheinlich wieder Platzangst haben. Ne? So schätzungsweise. Okay. Ein DJ Octario voll am Updancen. Voll am Updancen ist der einfach... Kann man natürlich machen bei so geiler Mucke. Ich will es ihm wirklich nicht verübeln. Ne? Die Mucke ist geil. Aber ich sag mal so, DJ Octario, dir sollte natürlich trotzdem bewusst sein, dass du demnächst drauf gehen wirst. Mein Schnuggi. Ja, du wirst nicht mehr lange leben. Glaub mir. Jetzt ist gleich vorbei mit dir. Und ein Kugelschild. Ja gut. Ist vielleicht tatsächlich hier wenigstens mal sinnvoller als die Tinsuka. Weil hier ja auch ein bisschen was abgeht im Finale. Beziehungsweise, also hier werde ich halt doch ganz gut attackiert. Ich glaube, das werde ich verwenden, wenn er das nächste Mal das Auge auf uns loslässt. Ich glaube, das ergibt am meisten Sinn. Da das Schild aufzubewahren. Also würde ich jetzt einfach mal sagen. So, ich weiß gar nicht, wie komme ich denn hier rüber? Ah, das muss ich von der anderen Seite aktivieren. Fies. Fies. Und hier haben wir wieder Rüstung. Nice. Die Mucke, die ist aber schon geil. Die ist aber schon ein bisschen geil. Auf jeden Fall. Also die macht es hier, die letzte Phase, doch nochmal besser. Ich möchte es ja zugeben. Ist ja okay. Die Mucke macht's geiler. Aber trotzdem müssen wir den Fakten ins Gesicht schauen, dass ich trotzdem nichts anderes mache als in den vorherigen Phasen.
Das muss man trotzdem weiterhin beachten, ja. Auch wenn die Mucke geil ist. Aber das macht den Kampf an sich auch nicht mehr besser. Okay, ich glaube, er ist wieder am Ausrasten. Machst du wieder das Auge? Ah, nee. Nee, okay, macht er nicht. Noch ein Stückchen weiter, Nummer 3. Ja. Hier auf jeden Fall noch ein Stückchen weiter. Ja, dich erstmal besiegen. Ah. Ah, jetzt greift er mich hier gleich an. Warte, ich mache hier jetzt mal das Kugelschild. Keine Ahnung, ob das jetzt klug war. Vielleicht war es dumm, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt drauf gehen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt drauf gehen. Sage ich, wie es ist. So. Und jetzt, wenn ich hier die Fäuste zurückballer. Ah? Scheiße. Ich würde sagen, wenn ich hier die Fäuste zurückballer, dann reicht es wahrscheinlich schon fürs Auge. Reicht auch eine Faust? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich muss noch einmal beide Fäuste zurückböllern. Das ist, glaube ich, schon die Anforderung dafür, dass er uns das Auge noch einmal schickt. Ja? Glaube ich schon. Glaube ich schon. So. Aber ich baller euch auch weg. Ja. Dann hier auf den Strahl aufpassen. Komm schon, du stirb. Mach noch mal die Fäuste, komm. Und bitte ohne Strahl, dass ich sie auch vernünftig treffen kann. Das wäre ganz gut. Boah, zu wenig Tinte. Shit, ich mache einen Rückzieher. Ich mache einen Rückzieher. Und ja, hier noch mal ein Gegner. Komm, mach doch die Fäuste. Gönn doch mal. Gönn doch mal. Ich gehe mal hier zur Seite. Das sollte mich der Strahl nicht treffen. Ja. Ja, ja, ich glaube, so soll man das machen. Einfach ein bisschen zur Seite gehen dann immer. Ja, hier wieder. Die Raketen, die Bomben, wir kennen es mittlerweile. Und Strahl. Ja, ich gehe einfach zur Seite. Wenn du deinen Strahl machst, gehe ich einfach zur Seite. Dann passt das schon. Aber jetzt mach mal die Fäuste. Ich will jetzt nicht ein halbes Jahrhundert warten. Nur, dass du deine beschissenen Fäuste wieder zu mir fliegen lässt. Komm schon. Komm schon, los. Junge, mach. Du nervst mich. Ich werde das nun zu Ende bringen. Nee, ich werde es zu Ende bringen. Nur um das klarzustellen. Ich werde es zu Ende bringen, ja? Ah ja, okay, jetzt schickt er das Auge trotzdem auf uns los. Alles klar. Alles klar. Keine Ahnung, warum er das dann gerade nicht machen konnte. Weiß ich nicht. Komisch. Komisch. Verstehe ich wirklich nicht. So, das Auge ist noch auf dem Weg zu ihm. Hier wieder Auge, Auge, Auge. Und nicht vom Strahl treffen lassen. Das ist unser größter Gegner. Das ist unser größter Gegner, der Strahl. Oder unsere größte Gefahr. Der Strahl an sich ist ja jetzt kein Gegner. Jetzt gib ihm den Rest. Mach ich. Shit, zu wenig Tinte. Mach ich nicht. Octario, warte noch ein bisschen mit Sterben. Alter. Ach so. Okay, ich habe, glaube ich, eh. Ich müsste, glaube ich, eh warten, bis er in den Boden hier versinkt. Alter, ich hasse es. Warum könnt ihr nicht richtig rumschreiben? Umf, wie ist das möglich? Von einem Inkling besiegt. Wie bedauerlich. Es ist bedauerlich, dass ich hier deinen Scheiß falsch rumlesen muss. Meine Güte. Kann ja nicht angehen. Aber war das jetzt ernsthaft der Bosskampf? War das das Finale? Es scheint so, Leute. Es scheint so. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ja, da ist das Splatoon 2 Finale auf jeden Fall um Längen besser. Aber sowas von um Längen. Ach, und es kommen jetzt hier nicht mal Credits, oder was? Ja gut, wenn es keine Credits gibt, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ne? Also ich meine,
Wir haben jetzt hier den Riesen-Elektrowels wieder zurückergattert. Und ja, hat Spaß gemacht, Leute. Hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich sowohl den Splatoon 1 Heldenmodus als auch den Splatoon 2 Heldenmodus. Die habe ich jetzt beide auf meinem Kanal. Nice Sache auf jeden Fall. Mal schauen, ob ich die Octo-Expansion von Splatoon 2 noch irgendwann bringen werde. In irgendeiner Form weiß ich selber nicht. Ich müsste es mir mal kaufen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis Splatoon 3 rauskommt. Und ja, Leute, ich habe auf jeden Fall Bock, auch auf Splatoon 3. Und ja, so lang verbringen wir die Wartezeit mit den Vorgängern, ne, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja auch kürzer gebraucht für den Splatoon 1 Heldenmodus als für den von Teil 2. Auch wenn sie gleich viele Zonen hatten, habe ich für den zweiten Teil, ich glaube, 6 Parts länger gebraucht oder 6 Parts mehr gebraucht. Und ja, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer lasst ein letztes Mal Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.